Detektive der Vergangenheit. Ungelöste Fälle. Bewegendes Schicksal. Große Geschichte. ZDF History mit Guido Knopp. Schicksalsjahr 1789. Ein politisches Erdbeben erschüttert das alte Europa. Ein absoluter Herrscher verliert seine Macht an das eigene Volk. Der Aufstand mündet in Fanatismus und Gewalt. Die blutige Geburtsstunde der modernen Welt. Revolution in Frankreich. Willkommen, liebe Zuschauer. Wohl keine große Umwälzung in der Geschichte wurde gleichzeitig so sehr verherrlicht und verteufelt wie der revolutionäre Ausbruch Frankreichs 1789. Ungezählte Bücher und Theaterstücke, Lieder und Gedichte handeln entweder vom edlen Dreiklang, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit oder prangern all die Schrecken an, die mit der Guillotine verbunden sind. Dabei hat die Wahrheit wie so oft Legenden weichen müssen. Schon der weltberühmte Sturm auf die Bastille war bei Licht betrachtet alles andere als ein Sturm. Er war allenfalls eine erzwungene Übergabe. Und die Parole Liberté, Fraternité, Égalité wurde erst geschlagene 80 Jahre später zum Generalmotto der Revolutionäre erklärt. Tatsächlich gab es 1789 eine ganze Reihe anderer Schlachtrufe. Sehen Sie nun die wirklich aufwendige Spurensuche unserer Freunde vom History Channel. Die Conciergerie, das älteste Gefängnis von Paris an den Ufern der Seine. Am 27. Juli 1794 wartet hier ein Mann auf seine Hinrichtung. Noch am Tag zuvor war er der mächtigste Politiker Frankreichs. Einen Selbstmordversuch hat er überlebt, die Kugel zerschmettert ihm nur das Kinn. Der Häftling ist erst 36 und doch verkörpert er wie kein anderer Licht und Schatten des bis dahin gewaltigsten Umbruchs der Geschichte. Die Französische Revolution ist einer der außergewöhnlichsten Momente der Geschichte. Auf einmal gab es das Bewusstsein, alles verändern zu können. Nicht nur den Staat, auch den Menschen selbst. Die Französische Revolution legt den Grundstein für die moderne Welt. Die Geschichte schlägt einen ganz neuen Weg ein. Sie wollen eine neue, bessere Welt ohne Hunger, ohne Unterdrückung. Erfüllt von Freiheit und Menschenrecht. Mit gleichen Chancen und Pflichten für jedermann. Doch der Fortschritt hat seinen Preis. Ein Moment der Hoffnung mündet in eine schreckliche Tragödie. In den Stunden vor seinem Tod ist Maximilien de Robespierre ein gebrochener Mann. 5 Jahre hat er für die Menschlichkeit gekämpft und ist dabei selbst unmenschlich geworden. Er hat Tausende unter die Guillotine geschickt, weil er glaubte, sie stehen der Revolution im Wege. Jetzt soll der meisterhafte Redner für immer zum Schweigen gebracht werden. Der Tod ist der Beginn der Unsterblichkeit, ruft er seinen Gegnern zu, in der vagen Hoffnung, dass ihm die Geschichte Recht geben wird. Rückblick. 20 Jahre zuvor. Kraft und Glanz der alten Ordnung sind noch ungebrochen. Im Juni 1775 bereitet sich Paris auf einen Festtag vor. Der frisch gekrönte König Ludwig XVI. Und seine schöne österreichische Gemahlin Marie Antoinette ziehen unter dem Jubel der Bevölkerung in die Hauptstadt ein. Auf dem Programm steht auch ein Besuch der Eliteschule Louis le Grand. Dort wartet der 17-jährige Maximilien de Robespierre. Der Klassenbeste darf das junge Herrscherpaar begrüßen. Eine hohe Ehre für den mittellosen Stipendiaten aus der Provinz. Für den König ist es nur eine kurze Station. Die Verse des Jungen quittiert er mit Schweigen. Er kann nicht ahnen, dass dieser Musterschüler einmal über ihn richten wird.
Solche Rituale gibt es an jeder Schule. Aber die Ironie ist nicht zu übersehen. Robespierre hält eine Rede zu Ehren des Mannes, den er später töten wird. Die sozialen Probleme im stolzen Frankreich des 18. Jahrhunderts sind unübersehbar. Noch immer bestimmt allein die Geburt über die Chancen jedes Einzelnen. Der Reichtum des Adels steht in scharfem Kontrast zur Armut der Bauern. Die Kritik am König wächst. Philosophen stellen den vermeintlich göttlichen Ursprung der alten Ordnung in Frage. Eine explosive Idee macht die Runde. Ist der Mensch nicht von Natur aus frei und mit gleichen Rechten geboren? Es beginnt das Zeitalter der Aufklärung. Die Botschaft der Aufklärung lautet: Vertraue keiner Autorität. Glaube nichts, was ein anderer dir gesagt hat. Nutze deinen eigenen Verstand. Das neue Denken gewinnt Anhänger vor allem in den gebildeten Schichten der Bevölkerung. In den Salons des Adels und des Bürgertums werden die Ideen diskutiert und weitergetragen. Voltaire und Rousseau gelten als die großen Lehrmeister ihrer Zeit. Ausgerechnet im Kreis der Privilegierten gilt es als schick, Freiheit und Gleichheit für alle zu fordern. Doch die adligen Salonlöwen denken nicht im Traum daran, dass die modischen Ideen den ganzen Staat aus den Angeln heben können. Die Menschen fragten plötzlich: Warum hat der Adel überhaupt Privilegien? Können wir die Welt nicht ändern und besser machen? Die alte Ordnung wurde in Frage gestellt. Das ganze System der Monarchie, der Aristokratie, der althergebrachten Hierarchie des Staates. In anderen Teilen der Welt ist die Aufklärung schon politische Wirklichkeit. 1776 sagen sich die amerikanischen Kolonien von Großbritannien los. Der französische König unterstützt die Aufständischen mit Schiffen und Soldaten, nicht weil er ihre Ideen teilt, sondern um den Rivalen England zu schwächen. 2 Milliarden Pfund kostet Frankreich die amerikanische Unabhängigkeit. Genug, um 7 Millionen Franzosen ein Jahr lang Nahrung und Kleidung zu geben. Amerika ruinierte Frankreich. Die Schulden, die Frankreich für die amerikanische Unabhängigkeit auf sich nahm, waren absolut entscheidend für die finanzielle Misere der Monarchie. Die Bourbonen konnten einfach ihre Schulden nicht mehr bezahlen. Am Hof in Versailles ist die Finanzkrise kein Thema. Das Leben am Königshof verläuft in genau festgelegten Bahnen. Ein aufwendiges Zeremoniell bestimmt das Leben der Höflinge. Mittelpunkt von Versailles ist die schöne Gemahlin des Königs, Marie Antoinette. Die Prinzessin aus Österreich hat eine Schwäche für teure Kleider, wertvollen Schmuck und extravagante Frisuren. Marie hatte einen Modetick. Sie trug meterhohe Perücken mit allen möglichen Ausschmückungen. Sie verbrachte täglich Stunden bei ihrem Friseur. Viele empfanden das als obszön. Diese maßlosen Frisuren standen für all das, was falsch war, an der ganzen Hofkultur. Im Zeichen der Finanzkrise mehren sich die Angriffe auf das Luxusleben von Versailles. Ein junger Anwalt aus der Provinz schickt seine Anklage direkt an den Königshof. Wisst ihr eigentlich, warum es so viele bedürftige Menschen gibt? Weil euer maßloser Lebenswandel an einem Tag die Existenzgrundlage tausender Menschen verschlingt. Der Schreiber dieser mutigen Zeilen ist derselbe Mann, der ein paar Jahre zuvor dem König zu seiner Krönung beglückwünschen durfte. Maximilien de Robespierre. Selbst das Wetter lässt den König im Stich. Nach der Missernte im Sommer 1788 erlebt Frankreich noch im selben Jahr den kältesten Winter seit 90 Jahren. Die Getreidevorräte gehen zu Ende. Tausende sterben durch Hunger und Kälte. Wenn Gott sich jemals eingemischt hat, um eine Situation noch schlimmer zu machen, dann im Sommer 1788 und im Frühjahr danach. Im Sommer 88 war die Krise schon unübersehbar und sie nahm noch zu, als die Nahrungsmittel immer knapper wurden.
Für die Menschen des 18. Jahrhunderts ist Mehl die wichtigste Grundlage des Überlebens. Für die einfachen Leute in Frankreich war Brot das einzige Hauptnahrungsmittel. Wenn sich sein Preis verdoppelte, war man in großen Schwierigkeiten. Der ohnehin schon geschwächten Autorität Ludwigs des 16. geben die Missernten den Rest. Die Preise für Brot und Mehl steigen ins Astronomische. Erste Aufstände brechen aus. Die Angst vor einer Hungersnot lähmt die Wirtschaft des Landes. Getreidetransporte werden überfallen, Bäckereien geplündert. Frankreich gleicht einem Pulverfass. Wer in Verdacht gerät, Brot zu horten, wird gelyncht. In seiner Not ruft der König die Generalstände ein. Eine Volksversammlung aus der Zeit vor dem Absolutismus, zuletzt einberufen vor 175 Jahren. Die Delegierten sollen neue Steuern beschließen, um den drohenden Staatsbankrott abzuwenden. Frankreich war politisch in drei Ständen organisiert. Der erste Stand war der Klerus, der zweite der Adel und der dritte alle anderen. Die ersten beiden Stände machten nur 3% der Bevölkerung aus, der dritte Stand 97%. Viele fanden es ungerecht, dass der dritte Stand nur ein Drittel der Stimmen hatte. Die beiden ersten Stände konnten ihn einfach mit 2-1 überstimmen. Im Mai 1789 treten die Generalstände in Versailles zusammen. Mit dabei der ehrgeizige junge Anwalt aus der Provinzstadt Arras, Maximilien de Robespierre. Der 31-Jährige ist noch ein Unbekannter unter den rund 600 Vertretern des dritten Standes. In seiner Heimatstadt gilt er als zorniger junger Mann. Er hat Talent und glaubt an eine Mission. Die Delegierten des dritten Standes lehnen es ab, von Adel und Klerus getrennt zu tagen. Doch der König besteht auf dem alten Dreikammersystem, das Adel und Klerus ein Übergewicht sichert. Er beschließt, den Delegierten des dritten Standes eine Lektion zu erteilen. Als die Delegierten am 20. Juni zusammenkamen, war ihr Sitzungssaal verschlossen. Sie gingen nebenan in eine Sporthalle, das sogenannte Ballhaus. Dort schworen sie, nicht auseinanderzugehen, bevor sie eine neue Verfassung hatten. Die Delegierten des dritten Standes erklären sich selbstbewusst zur Nationalversammlung, der einzig wahren Vertretung des Volkes. Der Ballhausschwur ist einer der großen symbolischen Momente der Revolution. Die Delegierten standen dort und hoben ihre Hand zu einer Art römischem Gruß. Sie spürten in diesem Augenblick etwas von ihrer Macht und ihrer Würde. Sie erkannten, dass sie dem König die Stirn bieten konnten. Der König gibt nach. Adel und Klerus tagen von nun an gemeinsam mit dem dritten Stand in einer allgemeinen Nationalversammlung. Die erste Etappe der Revolution. Mit ihrer Unterschrift glauben die Delegierten, das Ende der absoluten Monarchie in Frankreich zu besiegeln. Alle die vermeintlichen Erfolge in Versailles waren doch nur Papiersiege. Es fehlte der Versammlung an realer Macht. Tatsächlich müssen die Delegierten dann im Juli 1789 mit ansehen, wie Ludwig Truppen zusammenzieht, um sie alle davonzujagen. 25.000 Soldaten lässt der König um Versailles zusammenziehen und ernennt am 11. Juli neue Minister. Das löst im nahen Paris Tumulte aus. Der Brotpreis hat einen neuen Rekord erreicht. Aufgeregte Bürger plündern die Waffenlager der Stadt, um sich gegen die Soldaten des Königs zu wappnen. Was fehlt, ist Schießpulver. Doch die Aufständischen glauben zu wissen, wo man es finden kann. Im Zentrum von Paris steht die Bastille. Eine alte Festung, die ihre militärische Bedeutung verloren hat. Sie ist berüchtigt als Gefängnis des Königs, als Folterkeller, auch wenn hier nur noch 7 Häftlinge einsitzen.
Die Bastille war das Symbol königlicher Willkürherrschaft, ein Bauwerk des Schreckens für das französische Volk. Die Aufständischen sammeln sich unter einer neuen Fahne. Rot und Blau, die Farben von Paris, und in der Mitte Weiß, die Farbe des Königs. Die französische Tricolore ist geboren. Am Nachmittag des 14. Juli soll der Angriff auf die Bastille beginnen. Mit dem sogenannten Sturm auf die Bastille signalisierte die Pariser Bevölkerung dem König, dass er die Nationalversammlung nicht einfach auflösen konnte. Die Bürger stellten sich demonstrativ hinter die Revolution. Der überraschte Kommandant der Bastille, Bernard de Launay, handelt zu spät. Mit nur 110 Mann, darunter 80 Invaliden, kann er den Ansturm nicht aufhalten. Der Kampf ist kurz und längst nicht so heroisch, wie die Revolutionslegende es will. Launay kapituliert und muss die Bastille übergeben. Die wütende Menge schleppt den Kommandanten vors Rathaus. Dort wird er misshandelt, erstochen und enthauptet. Beginn blutiger Revolutionstradition. Der abgetrennte Kopf wird im Triumph durch Paris getragen. Die Delegierten der Nationalversammlung verurteilten diesen Akt der Gewalt nicht. Sie billigten ihn. Und diese Akzeptanz der Gewalt schuf ein Muster, das für den Verlauf der Revolution noch katastrophale Folgen haben sollte. That was to have catastrophic consequences for the unfolding of the revolution. Während die Bastille fällt, kehrt in Versailles der König von einem Jagdausflug zurück. In sein Tagebuch vermerkt er zum 14. Juli 1789 nur das Wort nichts. Die Jagd war glücklos. Sein Kammerherr eilt zu ihm und unterrichtet den König vom Fall der Bastille. Ludwig schreckt auf. Aber das ist ja eine Revolte. Der Kammerherr widerspricht. Nein, Sire, das ist eine Revolution. Ludwig der 16. muss seine Truppen zurückziehen. Die Nationalversammlung hat gesiegt. Im Gefühl der neuen Stärke beschließen die Delegierten die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Alle Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren. Die Proklamation der Menschenrechte war auch die feierliche Erklärung, dass die Souveränität nur beim Volk, bei der Nation liegt. Der König wird mit keinem Wort erwähnt. Dieses Dokument war nichts anderes als der Griff nach der Macht. Der einst absolute Herrscher ist nur noch ein Monarch von Volkes Gnaden, gebunden an Recht und Verfassung. Nicht einmal seine Residenz kann der König noch frei bestimmen. Unter dem Druck der Bevölkerung muss die königliche Familie im Oktober von Versailles nach Paris umziehen. Seit die königliche Familie nach Paris kam, war ihr Handlungsspielraum stark eingeschränkt. Sie waren Gefangene in ihrer eigenen Hauptstadt. Kein Zweifel. Doch manchen ist der König immer noch zu mächtig. In der nun ebenfalls in Paris tagenden Nationalversammlung macht der Delegierte Robespierre durch radikale Reden auf sich aufmerksam. Mit Gesinnungsfreunden trifft er sich zum Debattieren im ehemaligen Pariser Dominikanerkloster St. Jakob. Er und seine Mitstreiter werden bald die Jakobiner genannt. Robespierre gilt als Mann des Volkes mit eisernen Prinzipien. Seine Anhänger verleihen ihm den Ehrentitel »Der Unbestechliche«. Unterdessen sinkt der Stern des Königs immer rascher. Als konstitutioneller Monarch muss Ludwig der 16. die Macht mit der Nationalversammlung teilen. Doch die Delegierten beschneiden Stück um Stück die Stellung des Monarchen und die Macht seiner Stützen, Adel und Klerus. Dem will der König nicht länger zusehen. Zwei Jahre nach Beginn der Revolution wagt er einen verzweifelten Schritt. Ludwig war 1791 entschlossen, die Macht in Frankreich zurückzuerobern.
Und er wusste, dass er dafür die Hilfe einer ausländischen Armee brauchte. So entstand der Plan, aus dem Palast zu fliehen und die nächstmögliche Grenze zu erreichen. Zunächst scheint die Flucht zu gelingen. In der Nacht vom 20. auf den 21. Juni 1791 kann die königliche Familie unbemerkt Paris verlassen. Sie flieht in einer Kutsche, der König ist verkleidet als Kammerdiener. Die Flucht geht nach Osten in Richtung deutscher Grenze. Am Morgen des 21. ist die Rettung nicht mehr weit entfernt. Doch in Varennes, einem Flecken am Fuße der Argonnen, ist die Fahrt zu Ende. Gerüchte über ihre Flucht sind der königlichen Familie vorausgeeilt. Ein Posten stoppt die Kutsche und fragt nach den Pässen. Der Verdacht des Wachmannes bestätigt sich. Der König gibt sich zu erkennen. Die Bevölkerung des Ortes verhindert die Weiterfahrt der königlichen Familie und übergibt sie der revolutionstreuen Nationalgarde. Für Ludwig eine schwere Enttäuschung. Er hatte wohl gehofft, dass ihn das Volk erkennt und sich auf seine Seite schlägt. Doch zu seinem Erschrecken musste er feststellen, dass die Freude nicht sehr groß war. Er wurde verhaftet und nach Paris zurückgebracht. Die Vorstellung, dass der Monarch sein eigenes Volk verlassen wollte, war psychologisch gesehen verhängnisvoll. Dieses Ereignis zerschnitt endgültig das Band zwischen Ludwig und seinen Untertanen. Jetzt hatten sie einen König, der nicht nur überflüssig war, sondern darüber hinaus noch ein Verräter. Der Fluchtversuch des Königs stürzt die Nationalversammlung in eine tiefe Krise. Um die Monarchie zu erhalten, erklärt eine Mehrheit, der König sei entführt worden. Nur Robespierre und die Jakobiner fordern Ludwigs Absetzung. Der junge Redner ist für seine radikalen Ansichten bekannt. Er fordert ein Ende der Sklaverei in den Kolonien. Und er ist ein leidenschaftlicher Gegner der Todesstrafe. Für ihn ist sie ein Relikt des finsteren Mittelalters, unwürdig einer neuen, aufgeklärten Gesellschaft. Aber Robespierre kämpft auf verlorenem Posten. Die Mehrheit der Revolutionäre ist nicht gegen die Todesstrafe an sich, sondern nur gegen die alten, grausamen Formen ihrer Ausführung. Unter dem alten Regime gab es eine Vielzahl grausamer Hinrichtungsarten. Die Enthauptung war nur dem Adel vorbehalten. Die Revolutionäre wollten nun die Menschen auch im Tod gleich machen. Sie forderten die gleiche Art der Strafe für jedermann. Gegen Robespierres Widerstand stellt die Revolution eine neue Todesmaschine in ihre Dienste. Ihr Erfinder ist der Physiker Joseph Guillotin. Er hat einen Apparat entwickelt, der die grobe Enthauptung mit dem Beil verfeinern soll. Der Nationalversammlung preist Dr. Guillotin seine Erfindung als effizient und schnell an. Das Beil stürzt donnernd herab. Der Kopf fliegt ab, das Blut spritzt, der Mensch ist nicht mehr. Revolutionäre Zeitungen bejubeln die neuartige Tötungsmaschine. Sie taufen sie nach ihrem Erfinder. Die Guillotine. Die Revolutionäre wollten human sein. Sie glaubten, sie könnten auf diese Weise unnötige Schmerzen verhindern. Die Guillotine überzeugte sie, weil sie schnell war, weil sie effizient war und weil sie, soweit wir wissen, denn niemand ist je von ihr zurückgekehrt, tatsächlich schmerzlos tötete. Die Guillotine droht von nun an allen Feinden der Revolution im Innern. Doch die dringendste Sorge der Revolutionäre gilt dem Ausland.
Dort schmieden die Brüder des Königs Bündnisse gegen die Revolution. Vor allem das Reich des österreichischen Kaisers gilt als Hort der Gegenrevolution. In der Nationalversammlung fordert die Mehrheit einen Präventivkrieg gegen Österreich. Zu den wenigen Gegnern zählt wieder Robespierre. Robespierre gehörte zu den wenigen, die den Krieg ablehnten, weil er einen Sieg des Feindes befürchtete. Er meinte, das Land sei nicht bereit für den Krieg, die Armee nicht stark genug. Er fürchtete, der Feind würde ins Land eindringen und die Revolution gewaltsam beenden. Am 20. April 1792 erklärt die Nationalversammlung Österreich den Krieg. Robespierre sieht jetzt nur noch eine Chance, die Revolution zu retten. Da der Krieg nun einmal beschlossene Sache ist, müssen wir einen Volkskrieg führen. Das ganze französische Volk muss sich erheben und zu den Waffen eilen. Patriotische Begeisterung erfasst das Land. Tausende Freiwillige strömen zu den Sammelstellen. Weniger begeistert ist die Königin, gegen deren Heimatland die Truppen marschieren sollen. Marie Antoinette wird verdächtigt, sie liefere dem Feind geheime militärische Informationen. Nach außen gibt sich das Königspaar loyal. Ludwig und Marie Antoinette spielen ein doppeltes Spiel. Sie vermitteln den Eindruck, die Revolution zu unterstützen und konspirieren gleichzeitig heimlich dagegen. Sie wollen einfach überleben, aber vom Standpunkt der Revolutionäre aus betrachtet, waren sie Betrüger. Robespierres Befürchtungen bewahrheiten sich. Die angreifenden französischen Truppen werden zurückgeschlagen. Im Juli 1792 tritt auch noch Preußen an der Seite Österreichs in den Krieg ein. Die alliierten Truppen unter dem Oberkommando des Herzogs von Braunschweig marschieren in Richtung Paris. Dort macht sich Panik breit. Dann veröffentlichen die Zeitungen ein Manifest des Herzogs von Braunschweig. Der gegnerische Heerführer fordert, das französische Volk soll sich seinem König wieder unterwerfen oder an Paris werde ein Exempel statuiert. Die Drohung verfehlt ihr Ziel. In der Hauptstadt kommt es zum Umsturz. Am Morgen des 10. August 1792 stürmen aufgebrachte Bürger das königliche Schloss. Für sie ist das Manifest der endgültige Beweis dafür, dass Ludwig mit dem Feind paktiert. Die Leibgarde wird niedergemacht. 800 Menschen sterben. Ludwig und seine Familie fliehen in die Nationalversammlung. Er kann sein Leben retten, nicht aber den Thron. Die Monarchie ist zu Ende. Frankreich wird Republik. Robespierre stellt sich an die Spitze der neuen, der zweiten Revolution. Der Sturz des Königs reicht ihm nicht. Die Monarchie muss ausgelöscht werden. Er fordert den Kopf des Bourbonen ohne Prozess. Das Volk habe schon gerichtet, ruft er, und den König durch seinen Sturz zum Feind der neuen Ordnung erklärt. Doch die Mehrheit des neu gewählten Parlaments will einen großen Prozess. Gemäßigte Abgeordnete fordern, das Leben des Monarchen zu schonen, auch mit Blick auf die Reaktion des Auslands. Für Robespierre und die Jakobiner ist jede Rücksicht inkonsequent. Für sie gibt es nur ein Urteil. Warum wollten die Jakobiner den König töten? Robespierre hat es brillant formuliert. Der König muss sterben, damit die Revolution leben kann. Denn wenn der König Recht hat, dann hat die Revolution Unrecht. 20. Januar 1793. Das Parlament stimmt ab. Mit einer Stimme Mehrheit verurteilt es Ludwig XVI. Zum Tode. Am Abend darf der Todgeweihte noch einmal seine Frau und die Kinder aufsuchen. Er verspricht, am nächsten Morgen zum endgültigen Abschied noch einmal zu kommen. Doch dann verzichtet er freiwillig, um es sich und seinen Lieben nicht noch schwerer zu machen. Am nächsten Morgen, dem 21. Januar 1793, bringt eine geschlossene Kutsche den Bürger Ludwig Capet, wie er jetzt genannt wird, zur Guillotine auf dem Platz der Revolution, dem heutigen Place de la Concorde.
Auf dem Schafott versucht er, zur jubelnden Masse zu sprechen. Ich vertraue darauf, dass mein Tod dem Glück meines Volkes dient. Aber ich weine um Frankreich, denn es hat den Zorn Gottes auf sich gezogen. Seine Worte gehen im Trommelwirbel unter. Um 10.22 Uhr ist Ludwig der 16. tot. Doch sein Ende bringt dem Land keinen Frieden. Die Nachricht von der Hinrichtung vereint die Monarchien Europas im Kampf gegen die vermeintlich gottlose Revolution. Royalistische Aufstände erschüttern das Innere Frankreichs. Österreich und Preußen bedrohen erneut den Norden des Landes. Und im August 1793 besetzen die Engländer Toulon am Mittelmeer. Die Stimmung in Paris ist verzweifelt. Frankreich ist isoliert. England blockiert die Meere und Österreich und Preußen marschieren ins Land ein. Die Pariser Bevölkerung hatte Angst, dass ein Sieg der Konterrevolution zu einem Blutbad führen würde. Im neuen französischen Parlament, dem Konvent, haben jetzt Robespierre und seine Anhänger das Sagen. Um die Revolution zu retten, ist ihnen jedes Mittel recht. Ein neues, düsteres Kapitel der französischen Revolution beginnt. Die Zeit des Terrors. Die Revolutionäre setzen die Menschen- und Bürgerrechte außer Kraft, die sie selbst gegen den König erfochten haben. Der Vorwurf, Gegner der Revolution zu sein, ist tödlich. Verdächtige werden im Eilverfahren verhaftet, verurteilt und hingerichtet. Die Schreckensherrschaft verstand sich selbst als Regierung des Notstands. Sie wollten den Schrecken in die Herzen der Feinde der Republik treiben. Entweder blieben diese vor Angst ruhig, oder sie wurden verhaftet und beseitigt. Alle können ins Visier der Säuberungen geraten. Politiker, die sich wohlwollend über die Monarchie äußern. Einfache Franzosen, die lieber Monsieur oder Madame sagen, statt der neuen revolutionären Anrede Bürger. Überall lauert Verrat. Nachbarn zeigen Nachbarn an. Die Gefängniskarren rattern pausenlos durch die Straßen von Paris. Ihr Ziel ist immer die Guillotine. Das Fallbeil hing sprichwörtlich ständig über den Köpfen der Menschen. Überall gab es Spitze. Sie standen etwa in den Warteschlangen vor den Bäckereien, belauschten die Frauen und verhafteten sie, wenn ihnen nicht gefiel, was sie da hörten. Man wurde vielleicht nicht gleich geköpft, wenn man sich über den Brotpreis beschwerte, aber man konnte schon verhaftet werden, wenn man nicht genügend Begeisterung über die Erfolge der Revolution äußerte. Jede kleine Kritik konnte große Schwierigkeiten bereiten. Das Parlament bildet ein Tribunal, das Gegner der Revolution im Schnellverfahren verurteilt. Dann wird ein Ausschuss berufen, dessen Mitglieder die unbeschränkte Macht im Staat ausüben. Die Macht sollte einer kleineren Gruppe übertragen werden. Und diese Gruppe nannte man den Wohlfahrtsausschuss. 12 Männer, die Frankreich nun in kollektiver Diktatur regierten. Führender Kopf des Wohlfahrtsausschusses ist Robespierre. Um die Revolution zu retten, ist ihm jedes Mittel recht. Die revolutionäre Regierung schuldet den Patrioten den Schutz der Nation und den Feinden des Volkes nur den Tod. Einer der Widersprüche im Leben Robespierres ist, dass er einst ein Gegner der Todesstrafe war. Das bekam er natürlich später immer wieder zu hören, als er ebenso leidenschaftlich für den Terror eintrat. Er sagte dazu nie besonders viel, außer, nun, die Zeiten haben sich geändert. Die Radikalisierung eines einstigen Idealisten.
Der Verteidiger der Pressefreiheit befürwortet jetzt die Zensur. Er, der die Freiheit der Religion als Bürgerrecht erkämpfte, steht nun auf der Seite radikaler Kirchengegner wie Jacques-René Hébert, der die Ära des Christentums beenden will. Als die Niederlagen und Aufstände im Sommer 1793 ihren Höhepunkt erreichten, begannen die Leute zu sagen, die Wurzel aller Probleme sind die Priester, die Religion. Um vor den Feinden der Revolution sicher zu sein, müssen wir die Macht der Kirche brechen. Die Religion ist nichts als Aberglaube und Fanatismus. Wir müssen sie ein für alle Mal auslöschen. Straßen, die den Namen eines Heiligen tragen, werden umbenannt. Religiöse Symbole zerstört. In der Provinz regt sich dagegen Widerstand, doch die Aufstände werden mit brutaler Härte niedergeschlagen. In Lyon, wo Gegner des Terrors zeitweise die Macht übernehmen, statuiert der Wohlfahrtsausschuss ein grausames Exempel. 2000 Menschen werden vor die Tore der Stadt getrieben und von Kanonen zusammengeschossen. In der Vendée im Westen Frankreichs begehen Revolutionäre regelrechten Massenmord. Priester und Aufständische werden zusammengebunden und in Flüssen ertränkt. Hunderttausend Opfer fordert der Terror alleine in der Vendée. Während die Guillotine in Paris weiter wahllos tötet, entspannt sich die Lage an den Fronten. Ein junger Revolutionsgeneral namens Napoleon Bonaparte zwingt die Engländer zum Rückzug aus Toulon. Die Republik scheint vorerst gerettet. Robespierre fühlt sich bestätigt. Der Terror scheint das Land vor seinen vermeintlichen Feinden bewahrt zu haben. Eine Zeit lang war der Terror tatsächlich sehr hilfreich, um das Land zusammenzuhalten und einen Krieg an mehreren Fronten zu führen. Robespierre ist auf dem Zenit seiner Macht. Die Truppen der Revolution haben den Feind an den Grenzen zurückgeschlagen und im Innern vernichtet. Doch Robespierre denkt nicht daran, die Schreckensherrschaft einzustellen. Er glaubt, allein mit Terror sei eine wirkliche Veränderung der Gesellschaft möglich, zur Republik der Tugend. Tugend war für ihn etwas Aktives. Wer nur die Gesetze befolgte, war in seinen Augen noch längst nicht tugendhaft. Man hatte sich aktiv am Staat zu beteiligen, und dazu gehörte auch, bei der Verfolgung von Staatsfeinden mitzuwirken. Ein Volk von Spitzeln als Inbegriff von Tugend? Im Februar 1794 erklärt Robespierre vor dem Konvent: Terror ohne Tugend ist verderblich, doch Tugend ohne Terror ist ohnmächtig. Er verknüpft Terror mit Tugend. Terror ist für ihn ein Mittel, um Tugend zu erzeugen. Im vermeintlichen Auftrag der Tugend stürzt das Fallbeil öfter als je zuvor. Dann, am 6. Juni 1794, hält die Guillotine plötzlich inne. Robespierre hat einen neuen religiösen Feiertag ausgerufen. Das Fest des höchsten Wesens. Der alte Christengott hat ausgedient und Robespierre will ihn ersetzen durch den Glauben an eine höchste Weisheit. Robespierre war nie ein Atheist. Er war der Ansicht, dass das Volk eine Gottheit brauchte, an die es glauben konnte. Deswegen rief er den Kult um das neue, höchste Wesen ins Leben. Zu seiner Feier errichtete man in Paris einen künstlichen Berg. Auf dem Höhepunkt der Zeremonie erschien Robespierre selbst auf der Spitze dieses Berges und stieg hinab, gekleidet in eine Toga. Ich glaube, in diesem Moment dachten viele: Hey, für wen hält er sich eigentlich? Für Gott? Für einen König? Terror, Tugend und das höchste Wesen.
Im Parlament wächst der Widerstand gegen die Herrschaft des Irrationalen. Manche meinen, Robespierre sei so radikal geworden, dass er nicht mehr zurück konnte. Ein Opfer des eigenen Fanatismus. Andere glauben, er sei schlicht verrückt geworden. Selbst unter den engsten Vertrauten wittert Robespierre jetzt Verrat. Am 27. Juni 1794 erscheint er im Konvent mit einer neuen Liste von neuen Verdächtigen. Es ist seine letzte Rede. Robespierre kam rein und sagte, er habe eine neue Liste mit Verrätern, aber er zeigte sie nicht her. Jeder fürchtete nun, selbst auf dieser Liste zu stehen. Als er sie am nächsten Tag vorlesen wollte, wurde er verhaftet. Der Großmeister des Terrors kommt überhaupt nicht mehr zu Wort. Nieder mit dem Tyrannen, tönt es ihm entgegen. Die Versammlung erklärt Robespierre für geächtet. Anhänger können ihn mit Gewalt befreien. Über Nacht verbarrikadieren sie sich im Pariser Rathaus. Als es am nächsten Morgen gestürmt wird, sehen die Gejagten nur noch einen Ausweg: Selbstmord. Einer der letzten Getreuen stürzt sich aus dem Fenster, ein anderer erschießt sich. Auch Maximilien de Robespierre schießt sich in den Kopf. Die Kugel zerschmettert den Unterkiefer, doch er überlebt, bewusstlos. Die nächsten Stunden liegt er blutend auf einem Tisch in den Räumen des Wohlfahrtsausschusses. Von hier aus hat er Frankreich mit Terror überzogen. Jetzt liegt er halbtot aufgebahrt, zum Spott der einstigen Gefährten, die ihn nicht mehr fürchten. Im Gefängnis der Conciergerie wird er auf die Guillotine vorbereitet. Er bleibt ungerührt, ohne Reue, sieht sich als Märtyrer für Ideale, die er in Wahrheit selbst verraten hat. Mit ihm endet der Terror. Die Revolution lebt weiter. Für die Deutschen waren die Eruptionen in Paris ein Wechselbad. Die Begeisterung für den Ruf der Freiheit wich nach kurzer Zeit dem Abscheu über den Terror der Guillotine. Als dann der Corse Bonaparte mit Soldaten die Revolution in Europa verbreitete, waren die meisten Deutschen wieder eher glücklich über das Ende des alten, verkrusteten Reiches. Erst nach ein paar Jahren Fremdherrschaft kam es zu jenem Widerstand, der schließlich ganz entscheidend dazu beitrug, dass Napoleon bezwungen werden konnte und die Deutschen sich zum ersten Mal als eigene Nation empfanden. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie uns treu.